Ja, da geht einem doch das Herz auf. Ein alter Elfer, ein neuerer Elfer. Da hinten haben wir einen Macan und besonders bei Porsche merkt man, Autos werden moderner, aber auch digitaler. Aber nicht nur die Autos an sich, sondern auch die Möglichkeit, sich zu bewerben in den Jobs, in der Branche. Aber es geht jetzt nämlich via WhatsApp. Aber bevor wir uns bewerben, für was bewerben wir uns eigentlich? Schauen wir uns einmal die Jobs an und dabei hilft uns heute der Josef. Servus Josef. Hallo Andi. Ja, zeig mir die Werkstatt. Gerne. Super. So, heute stehen wir vor besonders schönen Autos, aber wie schaut denn euer Arbeitsalltag damit aus? Was macht ihr damit? Also bei dem Fahrzeug da machen wir aktuell gerade einen Unfallschaden, bei dem Taycan machen wir Service, bei dem Sportwagen hinten wird auch ein Service gemacht und beim Speedster wird Service und allgemeine Reparaturen gemacht. Das ist eigentlich ein schöner Mix, also Oldtimer, Sportwagen, Neufahrzeuge, Elektromobilität, wirklich reparieren, also ihr seid jetzt nicht die klassischen Teiletauscher. Bei uns wird nur relativ viel repariert, ja. Und ich sehe, wir haben da auch sogar einen ausgebauten Motor. Was ist das für einer? Der ist aus einem G-Modell, ist ein 3,2 Liter. Den haben wir ausgebaut, wird das Getriebe repariert. Stelle ich mir jetzt schon recht speziell vor, Oldtimer-Motoren, kann das jeder bei euch machen oder ist das eher so deine Spezialität? Ein bisschen ein Schwerpunkt von mir, aber bei uns kann das jeder. Natürlich gibt es halt auch Schulungen für das. Ja, aber Schulungen kann ich mir besonders vorstellen, braucht man bei den Kollegen, oder? Natürlich, für die haben wir eine Hochwelttechnik-Ausbildung, dann gibt es die Expertenschulung und in weiterer Folge dann eine Modelleinführungsschulung für einen Macan, für einen Taycan oder eben für einen Elfer. Das ist wirklich eine ganz andere Welt als beispielsweise jetzt so ein Sechszylinder-Boxer. Moderner halt, aber wenn wir schon bei modern sind, wenn ich mich da jetzt da mit dem Handy via WhatsApp bewerbe, was bringt mir das eigentlich für einen Vorteil? Der Vorteil ist das, man kann sich in unter 2 Minuten bei uns bewerben, man braucht keinen Lebenslauf, kein Motivationsschreiben, einfach den Code einscannen und man kann den Chat mit uns starten. Da fehlt was. Genau, und du hilfst mir dabei. So. Neu lackierter Bremssattel. Genau, den werden wir jetzt beim Sportwagen montieren. Ja. Halt an. Dann ziehen wir ihn noch fest. Dankeschön. Perfekt. Gut. Und was taugt dir eigentlich so an deinem Job? Also an meinem Job taugt mir eigentlich die Abwechslung, was wir haben. Man macht einmal Bremsen, man macht Elektroauto, man macht einen Oldtimer oder einen Service. Und seit wann bist du dabei? Ich bin seit 2003 dabei, habe auf VW und Audi gelernt und seit 2015 auf der Marke Porsche. Na, ist schon eine ganze Weile. Ist schon eine Zeit, ja. Danke, das war super interessant. Ich sag danke, schön, dass du da warst. Ja, wirklich, war toll. Und wenn euch das genauso interessiert, na dann holt mal euer Smartphone raus und bewerbt euch hier bei diesem wunderschönen QR-Code. Einfach einscannen und bewerbt euch als Kfz-Mechanikerin oder Lack- und Karosserietechnikerin. Das Ganze nicht nur bei Porsche, sondern bei allen Marken der Porsche Interauto. Volkswagen, Volkswagen-Nutzfahrzeuge, Audi, Cupra, Seat und Skoda. Ja, und wenn Sie diesen QR-Code jetzt verpasst, gar kein Problem, der hängt auf Plakaten in ganz Österreich. Oder ihr gebt es einfach online ein, porscheholdingkarriere.com. Servus. Okay.